Hallo, in diesem Video möchte ich euch nochmal zeigen, wie man ein Half-Granny-Square-Tuch häkelt. Das ist ein ganz einfaches, mitunter würde ich sagen, das einfachste Dreieckstuch, das es gibt. Und viele von euch kennen mein Video vielleicht schon davon. Das ist aber jetzt schon über 1,5 Jahre alt, deswegen muss ich das jetzt einfach mal erneuern. Und es ist so ein toller Klassiker, der wirklich auch für Anfänger, für absolute Anfänger als erstes Projekt sehr gut geeignet ist. Und nicht nur das Schema ist sehr simpel, weil es einfach nur aus Stäbchen und Luftmaschen gemacht wird, was immer gleich bleibt und von alleine größer wird, sondern auch der Anfang hier oben in der Mitte ist wirklich sehr simpel. Deswegen mache ich das heute nochmal und zeige euch, wie das geht. Dann kurz noch zum Material. Ihr könnt x-beliebige Wolle nehmen für diese Tücher. Achtet nur darauf, dass ihr die passende Häkelnadel nehmt. Und zwar auf der Banderole stehen ja immer Empfehlungen, welche Größe für die Wolle empfehlenswert ist. Aber achtet darauf, bei Tüchern, bei Schals, ist es immer wichtig, dass ihr eine größere nehmt. Also nehmt einfach eine Nummer größer, damit die so schön fallen und so schön locker werden und geschmeidig. Dann sind die nicht so steif und fallen ganz anders. Ich benutze jetzt für mein Tuch eine ganz tolle Batikwolle. Da habe ich was im Internet gefunden. Und zwar fand ich erstmal die Farbe sehr schön. Aber ich muss sagen, ich bin total begeistert auch von dem, wie es sich anfühlt. Es ist überhaupt nicht dieser typische Wollcharakter. Es fühlt sich eigentlich an wie Stoff. Also wie so Bändchengarn, würde ich fast schon sagen. Und das ist vielleicht für all diejenigen, die was für den Übergang, auch für den Sommer suchen, das ein bisschen kühl ist. Aber auch für die, die vielleicht mit so diesem kratzigen Wollgefühl am Hals nicht klarkommen und dann lieber sowas haben wollen, was sich anfühlt wie ein T-Shirt oder so. Also ich bin ganz begeistert davon und also es gibt ganz verschiedene Farbwechsel davon. Ihr könnt ja mal gucken, ich schreibe euch in die Infobox, wie die genau heißt. Und die gibt es auch auf Facebook, hier habe ich schon gesehen, das ist türkische Wolle. Und ich bin ganz begeistert davon, also ich schreibe es euch unten mal rein. Bei dem Materialbedarf, wie viel ihr braucht, da müsst ihr dann mal gucken. Ich bin jetzt bis hier ungefähr mit einem Knäuel gekommen. Das ist aber ja sehr dünne Wolle, die ich jetzt hier habe. Wenn ihr dicke Wolle habt, habt ihr das ruckzuck in ein paar Reihen, habt ihr diese Größe schon erreicht. So, und dann beginnen wir mal unser Tuch. Ihr braucht am Anfang einen Anfangsknoten. Ich habe Anfängervideos für die, die das gerne nochmal in Ruhe angucken wollen. Das verlinke ich euch unter dem Video als Link und hier oben rechts bei dem kleinen i auch nochmal. Ihr macht einen ganz normalen Anfangsknoten. Dazu könnt ihr den Faden einfach um den Finger wickeln, den hinteren über diesen Faden drüber legen und den dahinter nochmal nehmen und unter den Finger ziehen. Festziehen und auf die Nadel machen. Und jetzt machen wir einfach 4 Luftmaschen hintereinander. Dazu holt ihr den Faden und zieht den durch die Schlaufe durch. 1, 2, 3 und 4. Dann stecht ihr in die erste Luftmasche, die ihr gemacht habt, noch einmal ein und holt den Faden dadurch und gleich nochmal durch eure Schlaufe auf der Nadel. Das ist eine Kettenmasche. Dann habt ihr hier so einen ganz kleinen Ring. Und wir machen gleich ein Ersatzstäbchen aus 3 Luftmaschen für unser erstes Stäbchen. Also 1, 2, 3. Und werden jetzt in diesen Ring, in diesen kleinen, in diese Öffnung, zusätzlich noch 3 Stäbchen häkeln. Also den Faden, also einen Überschlag machen, dann in diesen Ring einstechen, den Faden holen. Dann habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel und 2 davon abmaschen und nochmal 2 davon abmaschen. Das ist ein ganzes Stäbchen, davon insgesamt 3, nochmal ein Überschlag, in den Ring einstechen, den Faden holen, 2 abmaschen
Und nochmal zwei abmaschen. Und ein drittes Stäbchen. Dann haben wir also drei Luftmaschen und drei ganze Stäbchen. Dann macht ihr zwei Luftmaschen. Das wird unsere Spitze nachher von unserem Tuch. Und wieder in denselben Ring drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Und damit wir die nächste Reihe anfangen können, machen wir jetzt noch ein viertes. Auch in diesen Ring. Ich sage das mit Absicht so getrennt, damit ihr das besser versteht, was ihr macht. Wir haben einfach dieses Schema, ist immer Dreiergruppen Stäbchen zu machen. In der Spitze mit zwei Luftmaschen getrennt. Und ansonsten werdet ihr gleich merken, sind es immer nur drei Stäbchen und eine Luftmasche. Da wir aber jetzt hier diesen Rand haben, wo wir immer eine neue Runde brauchen, machen wir ein viertes Stäbchen dazu. Hier auf der Seite hatten wir die drei Luftmaschen als Ersatzstäbchen, damit wir auch was haben zum Einstechen für die neue Runde. Die neue Runde beginnt ihr mit drei Luftmaschen als Ersatzstäbchen. Und das macht ihr dann immer so. Und wendet. Dann macht ihr einen Überschlag und stecht hier nach diesem ersten Stäbchen, also zwischen dem ersten Stäbchen und den drei Stäbchen ein und macht in diesen Zwischenraum drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und drei. Danach eine Luftmasche. Und damit haben wir jetzt auch wieder dasselbe gemacht wie vorhin. Wir haben dieses Ersatzstäbchen aus drei Luftmaschen und die drei Stäbchen und eine Luftmasche jetzt als Abstand für die nächsten drei Stäbchen. Dann macht ihr einen Überschlag und springt in diese Spitze jetzt rein. Das ist ja unser Dreieck hier mit der Spitze oben. Und da macht ihr jetzt drei Stäbchen rein. Und weil wir jetzt in der Spitze sind, machen wir zwei Luftmaschen als Abstand und in denselben Zwischenraum noch einmal drei Stäbchen. Und das macht ihr immer, wenn ihr bei der Spitze seid, in jeder Runde. So, nach dieser Gruppe machen wir jetzt wieder einen Abstandshalter, also eine Luftmasche. Und jetzt sind wir wieder am Rand angekommen. Und wir wollen wieder nach diesen drei Stäbchen und zwischen dem ersten Ersatzstäbchen eine Gruppe reinhäkeln. Also macht ihr einen Überschlag und geht hier zwischen das erste und die anderen drei. Also vor das letzte Stäbchen geht ihr rein und macht dort hinein drei Stäbchen. Und damit wir die neue Runde beginnen können, macht ihr noch ein viertes dazu. Aber das macht ihr immer nur am Rand. Dann die drei Luftmaschen und wenden. Und jetzt seht ihr schon so ein bisschen das Schema. Wir haben jetzt wieder hier das erste Stäbchen und unsere drei und die ziehen wir uns ein bisschen auseinander, weil wir wieder in diesen Zwischenraum die drei Stäbchen machen wollen. Also dort hinein einstechen und drei Stäbchen in denselben Zwischenraum häkeln. Also habt ihr hier auch wieder ein Ersatzstäbchen und drei. Dann eine Luftmasche. Und jetzt kommt schon der erste normale Zwischenraum. Da macht ihr einfach drei Stäbchen rein. Von diesen Zwischenräumen werden es jetzt einfach immer mehr. Jede Runde bekommt einen Zwischenraum auf jeder Seite zusätzlich. Und die werden immer mit drei Stäbchen behäkelt. Und eine Luftmasche zum Abstand halten. Und dann kommt die Spitze. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr dann das Ganze doppelt arbeitet wieder.
Also in die Spitze oben einstechen unter den zwei Luftmaschenbogen, drei ganze Stäbchen machen. Dann die zwei Luftmaschen, weil wir ja in der Spitze sind, und nochmal drei Stäbchen hinzu. Eins, zwei und drei. Dann wieder eine Luftmasche als Abstandshalter. Dann kommt eine ganz normale Lücke. Da häkelt ihr wieder drei Stäbchen rein. Eins, zwei und drei. Plus eine Luftmasche. Und ihr seid wieder am Rand angekommen, wo ihr euch hier diesen ersten, dieses erste Ersatzstäbchen als Lücke nehmt und macht da drei Stäbchen rein, wie sonst auch, aber noch ein viertes dazu, damit ihr euren Rand habt. Also am Rand macht ihr einfach immer vier, ansonsten immer drei, außer in der Spitze, da kommen immer drei plus zwei Luftmaschen plus drei. Nochmal eine Runde, 1, 2, 3, wie immer, wenden, in diesen Zwischenraum zwischen dem ersten Stäbchen und dem zweiten Stäbchen einstechen und drei Stäbchen machen. Eine Luftmasche, in den nächsten Zwischenraum drei Stäbchen. Eine Luftmasche, noch ein Zwischenraum mit drei Stäbchen. Drei, eine Luftmasche. Dann kommt die Spitze, da machen wir drei Stäbchen rein. Und zwei Luftmaschen, weil es die Spitze ist, und nochmal drei Stäbchen. Und eine Luftmasche, dann kommen wieder zwei Zwischenräume, wo ihr einfach wieder drei Stäbchen reinmacht. Eine Luftmasche, drei Stäbchen. Eine Luftmasche und wir sind wieder am Rand angekommen. Und da geht ihr wieder unter das erste Stäbchen drunter und macht eure vier, insgesamt vier Stäbchen. Dann wieder die drei Luftmaschen für die neue Runde. Und dann geht es immer so weiter, dann wieder hier in diese Lücke hinein, drei Stäbchen, eine Luftmasche, dann haben wir jetzt mittlerweile schon drei Lücken, da macht ihr jeweils immer drei Stäbchen rein und eine Luftmasche. Die zweite Lücke. Und die dritte Lücke. Hoppla. Und in die Spitze macht ihr wieder wie gewohnt drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Also ihr seht, es ändert sich nichts mehr. Es ist von Anfang an immer dasselbe. Nur, dass ihr immer einen Zwischenraum dazu bekommt pro Runde auf jeder Seite. Und dadurch wächst das Tuch. Und ihr behandelt die Spitze immer gleich, ihr behandelt die Ränder immer gleich.
Also das ist absolut simpel. Ihr könnt damit riesengroße Tücher machen und ihr könnt auch eine schöne Bordüre am Rand machen, also so eine Abschlusskante. Davon verlinke ich euch hier rechts oben mal eine Playlist, wo ich verschiedene habe. Und ihr könnt einen Farbwechsel zwischendurch machen. Hier wieder unter das letzte Stäbchen. 4 Stäbchen. Also ihr könnt zum Beispiel immer 4 Runden mit einer Farbe machen, dann die Farbe beenden und dann wieder ein ganzes Paket mit einer anderen Farbe. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt unten am Rand Fransen dran machen. Also das ist wirklich dann einfach nur noch Kreativitätssache. Aber das ist so was Klassisches, was wirklich Spaß macht und wo man auch wirklich etwas beim Fernseh gucken oder so noch nebenbei machen kann, ohne viel zu gucken, wie viel man jetzt machen muss oder wie es weitergeht. So, und ich denke, ihr könnt ab jetzt selber weitermachen. Beginnt jede neue Runde immer mit den 3 Luftmaschen und achtet darauf, dass ihr die Spitze nicht verpasst und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich mache mein Tuch auch noch weiter. Das soll ja auch noch größer werden und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Teilt meine Videos wie immer. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das unterstützt meinen Kanal und ich wünsche euch viel Freude bei der Anleitung und viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal.